Hallo und herzlich willkommen auf startdrumming.de. Heute geht es weiter in meiner Reihe zu den TD50 Drum Sets. Da schauen wir uns heute das fünfte Set an, das Power Metal, auch eine Michael Schack Edition. Und spricht man das Schack oder Schack aus? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Schack ist Belgier. Die sprechen das wahrscheinlich etwas weicher und länger aus. Man möge mich bitte gern korrigieren, wenn ich das falsch gemacht habe. Ich möchte niemanden zu nahe treten. Das in den Instrumenten, schauen wir uns das wieder mal an. Gehen wir hoch und dann hier. Auf der Snare haben wir eine Maple Oil Finish Snare, also das ist eine geölte Snare. Roher, naturbelassener Kessel, außer eine Ölschicht ist da nichts drauf, also so offen wie es irgend geht, nicht mal eine Lackierung. Und das ist eine 14x8,5, also relativ tief mit dem Coated Fell. Dann haben wir ein 70 Stainless Steel 12x8 Zoll Kessel mit einem Clear Head. Dann 60s Round Badge 16 Zoll x 16. Ja, also da haben wir schon beim 12er Ton was anderes wie beim 16er, 16 x 16 Clear. Und dann haben wir ein 70 Stainless Steel 18er mal 16. Ja. Ja. Rim hat noch ein Sub-Bass, also da, wenn man auf den Rand schlägt, kriegt man extra viel. Und das ist wahrscheinlich bearbeitet. Da können wir jetzt mal in das Submenü runtergehen und mal Super Low. Genau, hier haben wir ein Sub-Instrument, ein Super Low Sound, ein Super Low Effekt. Da kann man eben Effekte verwenden und dann auch hier einstellen, wann die triggern sollen, wie die laufen. Hier sind sie aus. Und hier hat man den Rand gleich. Hier ist auch der Sub on. Ja, also das ist hier so der Unterschied. Die Bassdrum, die hat einen Jumper Low Kick noch drunter. Ja. Und da sind so diese Geschichten. Mikrofone. Standard, Inside, mehr Closed Miking. Das hier, Tom, ist ein bisschen normal weiter weg von der Mikrofonpositionierung. Was haben wir da für Picken? Da haben wir hier als Hide ein Dark Warm, 14x5,5 oder 15x5, das ist relativ breit. Dann haben wir hier einen 19x1,5er Power Medium Crash, Traditional Medium Thin Ride, 22 Zoll Rides, es gibt es leider in diesem Soundmodul nur zwei, also ein Thin Ride und das hier. Und dann haben wir hier ein Dark Swish China Edge Bogen. Und dann habe ich noch ein Legacy Thin Crash noch drüber. Ja, also das ist im AUX-Kanal noch drin, beziehungsweise ich habe da ja ein Prinzip dann an dem Set jetzt nichts geändert, sondern das ist programmiert auf dem Kanal, auf dem ich den ich hier noch angeschlossen habe. Also da könnten wir jetzt noch ein extra Pad anschließen, dann hätte man da noch einen weiteren Crash-Sound, das wäre ein Legacy Thin Crash. Legacy heißt übrigens Sapien, da muss ich mal ein extra Video zu den Becken-Sounds machen. Das soll jetzt hier aber keine Rolle spielen. Schauen wir uns an, wie das Ganze klingt, also hören wir es dann an, sehen kann man den Klang ja nicht. Du kannst mich spielen sehen. Ja, und dann gibt es hier natürlich auch die Möglichkeit, Double Bass zu spielen. Es gibt hier auch im Soundmodul natürlich Metal Playalongs, zwei Stück. Ich kann da nicht besonders gut zuspielen, aber ich probiere es mal. Ja.
Ich weiß, es ist grauenhaft. Ich kann das einfach nicht so spielen. Aber man hört es, glaube ich. Ich finde die Bassdrum hier unglaublich schwach. Also für mich setzt sich das jetzt hier nicht durch. Da müsste man jetzt hier wieder ein bisschen den Sound anpassen. Ich habe das auch jetzt ein bisschen niedriger gestellt, weil meistens sind die Sets ein bisschen leise. Probieren müssen wir mal. Ich habe es ein bisschen höher gedreht, du hast es gesehen. Ja, soweit man das beurteilen kann, wie gesagt, meine Künste im Bereich Metal Drumming sind sehr begrenzt. Aber man muss das hier immer noch ein bisschen anpassen. Das habe ich auch noch nicht erwähnt. Man kann das natürlich hier alles auch vom Lautstärke-Setting grundsätzlich ändern im Mixer. Da muss ich auch mal ein extra Video zu machen. Und man kann es hier direkt anpassen über die Fader. Also das ist ohne Probleme möglich. Und dann hat man da mehr Eingriff drauf und kann das ein bisschen individualisieren, weil das ja immer nur standardmäßig eingestellt ist. Ich will dich auch hier so in dieser Serie lassen, dass man einen klaren Vergleichswert hat. Aber es ist durchaus ein brauchbares Set, das man hier verwenden kann für solche Hardrock, New Metal, Metal Sachen. Wenn man das anpasst, setzt sich die Bassdrum dann auch durch. Aber so jetzt rein in meiner Standardeinstellung, die immer bei der Nulllinie liegt, ist die Bassdrum ein bisschen schwach, jetzt zumindest bei diesem Playalong. Wenn man da jetzt ein anderes nimmt, das anders abgemischt wurde, kann das wieder anders aussehen, das muss man auch dazu sagen. Also das ist immer auch abhängig von dem, was man, wo man dazu spielt. Das ist ja dann anders im Lautstärke-Level und da muss man das immer eigentlich anpassen. Aber durchaus vernünftiges Set. Hat alles, was man hat, der Subkick ist natürlich auch. Schöne, interessante Sache, kann man manchmal brauchen. Auch einer meiner Favoriten-Sounds, den gibt es auch in einer meiner Lieblingssets drin. Ja. Und das wäre es, was ich hier zu sagen zu hätte. Das ist also auch nicht eins meiner Lieblingssets, aber hin und wieder kann man es mal verwenden, wobei ich da ein anderes habe. Das habe ich ja schon mal im anderen Video erwähnt. Nächste Woche geht es weiter. Da schauen wir uns dann das Rootsy Funk an. Das ist von einem englischen Schlagzeuger editiert, dessen Name ich mir nochmal raussuchen muss, den habe ich jetzt nicht parat. Spielt aber auch keine Rolle, kann man rausfinden. Bis nächste Woche und nicht vergessen, start drumming!